Moin, moin. Erinnerungssequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Genau. Ja, moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Was mir einfällt, hatten wir so einen Anfang für einen... Nicht schon mal irgendwie... Ach, ist ja egal. Ja, ich bin jetzt direkt mal hier reingegangen. Desmond-Sequenz 3 steht an. Flucht heißt sie. Ich wollte raus. Wollte mein eigenes Leben und selbst entscheiden. Okay, ist auch gut. Also heute werden wir wohl endlich erfahren, wie das denn war, dass Desmond nicht mehr ein Assassin ist, sondern scheinbar abgehauen ist. Wie war das da drin? Gehen die Dinger kaputt? Genau, da gehen sie kaputt. Ich spring trotzdem. Wo sind wir hier gelandet? Ah, da hinten muss ich auf jeden Fall hin, bin ich also richtig. Da kann ich auch lang, oder sieht das nur so aus? Ah ne, das sieht wie eine Tür aus, die geht wahrscheinlich auf, wenn ich da hinten durch bin. Wupp. Hm. Kann man da drauf? Natürlich kann man das. Hep. Ach, Jump'n'Run-Action. Finde ich irgendwie lustig. Das passt einfach so überhaupt nicht zu Assassin's Creed. Dazu diese Blöcke, ein bisschen Minecraft schadet ja nie. Ich habe die, glaube ich, immer mit Minecraft verglichen, oder? Jedes Mal, wenn wir in so einer Spitze sind. Wo ich hin wollte? Keine Ahnung. Hauptsache weg. Das war's. Das war der Plan. Kein allzu guter. Okay, ich muss nochmal da hoch. Oh, bei den Sprung schaffst du doch. Hä? Den Sprung schaffst du vielleicht noch nicht. Ist da oben jetzt schon... Ja, hat er gespeichert. Ich war... Vielleicht noch einen Schritt weiter. Hm. Wie kommt man jetzt geschickt wieder da drüber? Oh. Mein Fehler. Ich glaube, ich habe gerade die Lösung gesehen. So. Das sieht gut aus. Aber von hier aus komme ich doch garantiert, genau. Wieder hier rüber und da kann man einen beherzten Sprung machen. Und landet wieder hier, genau. Bisschen umgucken sollte ich mich mal. Die ahnten nicht, was ich vorhatte. Ich wusste ja selbst nicht, was ich tat. Ich ging einfach weg. Jemand merkte, dass ich fehlte. Sie riefen. Ich rannte los. Desmond! Desmond! Wow, das war knapp. Die Stimme gerade könnte man erkannt haben, der gerufen hat. Das weiß sowieso jeder. Das ist ja die, die wir auch ab und zu auf der Animus-Insel hören. Und ich glaube, als Assassin's Creed Revelations rauskam, war es noch so ein bisschen ein Rätsel. Wer ist denn das jetzt, ne? Und dann hat man halt in Assassin's Creed 3 sicher erfahren, dass es ja Desmonds Vater war. Oh, nett. Hm. Ich bin gerannt und gerannt und gerannt. Das ganze Training zahlte sich endlich aus. Oh, verdammt. Das gefällt mir gar nicht hier. Zumindest können diese Blöcke hier als Unterstützung dienen. Was ist das da oben für ein Loch? Hat das einen Grund? Oh, also hier werde ich wahrscheinlich ein paar Mal runterfallen, weil immer wieder diese komischen Dinger hier kommen. Mit anderen Worten, ich stehe gerade echt in der beschissensten Stelle. Ein bisschen weiter nach oben muss ich. Wo ist überhaupt das Ziel? Irgendwo da hinten, ne? Da ist der nächste. Ich glaube, ich habe gerade so relativ einen Safe Point erwischt, weil er genau... Ja, gehen hier genau an allen Seiten an mir vorbei. Okay, der doch nicht. Hab nichts gesagt. Ist okay, und hoch da. Gott, es war so dunkel, als ich ging. Und der Wald. Endlos. Ich wagte mich nicht auf die Straße. Jetzt einfach schnell laufen. Desmond, wo bist du? Mutter rief nach mir. Flehte, dass ich bleibe. Ich wollte nicht. Ich lief den Hang hinunter.
Dann kam ich an einen Bach. Dem folgte ich zu einem Fluss und dem Fluss bis zu einer alten Zufahrt. Interessant. Kaum spricht er von einem Fluss, finden wir das hier? Ist mir vorher nicht aufgefallen. Machen wir gerade so mehr oder weniger die gesamte Geschichte nochmal selbst mit? Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber interessant. Eine neue Theorie. Muss man ein bisschen tiefer. Wow! Aber ich muss schon auf diesem Block bleiben. So leicht, finde ich, mit diesen komischen Blöcken zu arbeiten. Ja, es ist vor allem immer wieder ziemlich knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So. Hier bin ich sicher. Und direkt weiter geht's. Das ist schön, wenn ich so genau unter einem spawn. Man hat keinen Fallschaden. Gut, so gesehen gibt es hier, glaube ich, nicht richtig Fallschaden. Das ist neu, wenn wir zu tief fallen, sind wir tot. Ich glaube, hier muss ich wieder ein bisschen hoch. Und so, wieder ein sicherer Punkt. Ich hoffe, dass das hier im Grunde auch solche Punkte sind, an denen man wieder starten kann, wenn man es mal verkackt. Ich lief stundenlang an diesem Tag. Die Sommersonne hielt mich warm bis zum Abend. Aha. Da vorne geht's runter. Was ist das? Sieht irgendwie ungesund aus. Also schätze ich mal, ich muss hier hin. Nach der Dämmerung fand ich eine Lichtung und schlief unter den Sternen. Ich habe nie besser geschlafen. Weder davor, noch danach. Aus Angst ging ich zu Fuß. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich verlief mich in der Einöde, einen Tag lang. Kam mir vor wie eine Woche. Ein endloser Ozean verdorrter Erde. Unglaublich, wie tot ein Ort aussehen kann. Der Sprung gerade war übrigens nicht beabsichtigt. Ich werde hier sterben. Sowas. Ah, wieder eine Stadt. Ich finde diese Orte echt faszinierend. Und das, obwohl ich sie kenne. Da, das passt schon. Ist das hier richtig? Ja, muss wohl. Schließlich traf ich ein paar Mädchen aus Illinois. So lebhaft, so nett. Eine Tagesreise nach Omaha, noch eine nach Chicago. Chicago? Okay. War das dann der Ort, wo im Grunde Assassin's Creed 1 begann? Beziehungsweise da, wo er dann Barkeeper war? Ich weiß es nicht mehr. Ist das Chicago? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kenne die Stadt nicht. Ich weiß nur, dass es in Amerika liegt. Ich wüsste gerade nicht mal, welchen Bundesstaat. Chicago. Puh, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich denke, ich versuche mal hier hinterher zu kommen. Das letzte Stück wieder gesprungen. Oder einfach so. Hier will ich einen ähnlichen Plan haben müssen. Und dann irgendwo sagte irgendwer... Wenn du nichts hast, geh nach New York. Wenn du mit nichts wieder gehst, wird niemand Fragen stellen. Und wenn du doch etwas erreichst, bist du ein unglaublicher Glückspilz. Interessant. New York, ja stimmt, das war dann glaube ich der Ort, wo Assassin's Creed 1, also wo er Barkeeper war und in Assassin's Creed 1 dann halt entführt wurde. Vermute ich jetzt mal. Das hier sieht ein bisschen kniffliger aus. Keine Idee. So. Ein bisschen weiter oben starten. Das ist gut hier.
Also ging ich hin. New York City. Zwischen Wolkenkratzern und U-Bahnen, Schmutz und Irrsinn. Rein in die verrückte Masse. Ah, das ist der Ausgang, kann das sein? Ja, sieht so aus. Gut. Ich würde aber sagen, den zweiten machen wir direkt hinterher, ne? Wir haben ja noch einen offen. Okay, jetzt haben wir erfahren, Desmond ist abgehauen, war scheinbar erst in Chicago, dann in New York. War also vorher immer in Amerika. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Teil 4. Metropole. Ich glaube, den kenne ich auch noch, aber wie gesagt, den letzten kenne ich definitiv nicht, weil ich nie 30 von den Dingern hatte. Jeder Tod. Dass sich das Spiel dabei immer einmal schließt, nervt mich ein bisschen. Aber gut. Ist ja nicht so wild. Ich weiß nur, dass es wieder ein tierischer Spaß beim Schneiden wird. Erinnerungssequenz archiviert. Warnung. Erinnerungsleck entdeckt. Rekalibrierung der Animus-Leerlauf-Parameter. Aha. Bei Sonnenuntergang wieder an die Arbeit. Brooklyn JMC in die Stadt. Umsteigen am Washington Square runter zum Dreieck. Was sind das für Laser? Was bewirken die? Na klar. Ich kann nicht fragen. Einfach laufen. Sein oder was ist das? Kann ich nicht erkennen. Muss ich überhaupt? Oh. Ah, ein Fehler. So. Der Aufstieg von unten, wie lebende Tote in die Sonne. Das Licht blendet mich. Der 10-minütige Spaziergang von der U-Bahn zur Bar war immer sehr schön. Aber das Gefühl hielt nie lang an. Die Stadt kann wie ein Vampir sein. Sie stiehlt deine besten Momente. Sie kommen und gehen blitzschnell und verblassen. Du erinnerst dich nur an die Schlimmsten. Okay, das war gerade etwas knapp, das sollte eigentlich anders laufen. Es ist so schwierig, einen vernünftigen Ort zu finden, um nicht gerade zu verrecken. Diese Laserstrahlen sind schon schwieriger zu überwinden. Ah. Zu früh. Eigentlich, doch, ich glaube, hier ist auch ganz gut. Nur halt im richtigen Moment. Dann mit Vollgas durch. Hier. Macht doch auch keinen Unterschied. Ich machte die Bar im Bad Weather. Ich ging einfach rein und die drückten mir den Mixer in die Hand. Muss an meinem Aussehen gelegen haben. Schätze, die Besitzerin hatte sich verknallt. Mein gewinnendes Lächeln. Hey, dieser Drink, den du erfunden hast! Ich lachte über meine Vergangenheit und meine Familie. Machte Witze über alles. Sogar über das Ende der Welt. Ja, vom letzten Mal. Den Shirley Templar? Shirley Templar, was ist da drin? Das Übliche und etwas Gin. Alles klar, gib mir 4. 4. Shirley Templar. Passend natürlich. Ah, okay. Ah, jetzt werden sie fies. Ich verstehe. Das war knapp. Und um ein Haar nochmal. Jetzt werden sie richtig fies hier. Was ist denn das? Bin ich da gerade gekonnt zwischen zwei von diesen Strahlen durchgekommen?
Perfekt. Schön an der Wand bleiben. Ja, gut, hier an der Wand hätte man vielleicht so durchkommen können. Na gut. Ausgang? Ah, da. Über allem schwebte dieser große Traum. Jede Nacht kamen Menschen, die ihn träumten. Ich weiß nicht wie und wieso. Hier kostet ein Lächeln genauso viel wie die Miete. Was ist das denn hier? Scheinbar kann man drauf laufen, aber... Ah. Okay, ich verstehe, oder auch nicht. Das ist doch ein Schalter. Ich muss doch garantiert dahin. Was? Ah. Schick gemacht. Je mehr ich meine Familie vermisste, desto mehr hasste ich mich. Redete mir ein, ich würde eine neue Familie wollen. Von ganz vorne anfangen. Wo muss ich hin? Da vorne ist irgendwie Ende. Da drüber wahrscheinlich. Action, Basstrommeln, Hirnlähmung. 124 Beats per Minute. Doppelt so schnell wie der Herzschlag. 124, da kann ich mehr bieten. So. Okay. Interessant, wo wir auch immer hier wieder gelandet sind. So, jetzt komme ich da runter, ne? Es geht steil bergab. Naja, wohl doch nicht so steil. Na, egal, aktivieren. Ah, da ist meine Brücke. Wo kommst du her? Brücke wieder. Ruft meine Sekte auf oder so. Irgendwo da im Westen. Meine Eltern sind Verschwörungsfreaks. Sie leben irgendwo im Wald versteckt. Ganz im Ernst? Junge, die sahen alle so gut aus. Die Mädchen mit ihren Röckchen, den Augenaufschlägen, den Schweißperlen. Im flackernden Licht sah einfach alles so schön aus. Willst du tanzen? Ich war ein neuer Mensch. Neu geboren. Alleine, aber lebendig. Versuchte zu vergessen. Hab schon! Lass los, Desmond. Lass einfach los. Vergiss es. Was? Was zum... Hä? Was zum Henker ist das? Wahrscheinlich im Vollsuff. Ich habe das blöde Gefühl, wenn ich auf die Straße gehe, bin ich tot. Und Ende. Okay. Zweimal Desmond Miles. Erinnerungen. Gut. Und ich weiß nicht, wie viele hatten wir jetzt? Einer fehlt jedenfalls noch. Sean, geht es dir gut? 230, oder? Ja, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert?
Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten... Ich unterbreche die jetzt ganz einfach mal mitten drin, wo das unterbrechen ist. Schwierig, wenn sie ja weiterreden müssen, aber... ich würde sagen, das war's für heute. Nächstes Mal geht's wieder nach Konstantinopel. Und bis dann. Ich glaube schon. Ciao. Ich wünschte, wir hätten...